Kulixmühle. Sie erreichen von hier die historische Stadthalle, das Luisenviertel und den Laurentiusplatz. Ich bin im Elberfeld der 50er und 60er Jahre aufgewachsen. Im Luisenviertel. Ein Begriff, den ich gar nicht kannte. Das Haus in der Luisenstraße, in dem unsere sechsköpfige Familie wohnte, hatte eine Toilette für vier Mietparteien im Treppenhaus der ersten Etage und in jeder Wohnung ein Waschbecken. Nach heutigem Maßstab waren das sehr einfache, fast ärmliche Verhältnisse. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlte. Meist war ich unterwegs, im Viertel, mit einem Fußball und meinem geliebten Ballonroller. Unsere Wohnung ist heute ein Restaurant. Das Viertel, nun auch Altstadt genannt, ist eine touristische Attraktion geworden. Bei meinen Besuchen aus dem fernen Hamburg beobachte ich seinen Wandel, interessiert und erstaunt. Die ungewöhnliche Optik der Stadt hat schon viele Regisseure bewogen, in Wuppertal zu drehen. Man könnte über 60 Filme aufzählen. Einige Beispiele. Staatliche Hochschule für Musik Rheinland, Institut Wuppertal. So die etwas umständliche Bezeichnung für die Musikhochschule in ihrem Gründungsjahr 1972. Der Hauptstandort war Köln mit den Instituten Aachen, Düsseldorf und Wuppertal. Sie war in dieser spätklassizistischen Villa, der Villa Frohwein, untergebracht. Hier begann ich im selben Jahr, 1972, ein Musikstudium und hier lernte ich auch Peter Kowald kennen. Ein Jazzmusiker, der zusammen mit Peter Breutzmann und anderen ein musikalisches Erdbeben auslöste, denn er gehörte zur ersten Generation der Free-Jazz-Musiker. In den 60er und 70er Jahren war Wuppertal eine Hochburg des Free-Jazz, von hier gingen wichtige Impulse aus. Leider verstarb Kowald überraschend und viel zu früh, während einer Tour in New York am 21. September 2002.